Mila, 12 Jahre, behauptet, ich kann im Handstand in einer Minute mehr Schritte an einer Wand machen als Caroline Herfurth. Mila und Caroline stellen sich im Handstand an eine Wand. Dabei müssen sie in 60 Sekunden so viele Schritte machen wie möglich. Wer mehr Schritte schafft, gewinnt das Duell. Also, mal gucken, was die lieben Kolleginnen und Kollegen da tippen. Ja. Letzter Tipp möglicher. Jetzt müsst ihr natürlich gut überlegen. Michelle tippt. Ah, guck mal. Michelle führt ja mit 8 richtigen Tipps. Das haben alle auf Mila gesetzt. Ich hätte das mit der Stulle nicht erzählen sollen. Du darfst aber noch einen ganz kleinen Moment. Ich wollte jetzt gerade sagen, verdauen. Erst die Brille. Danke. So, Caroline ist platziert. Ilona wird ganz genau hinschauen. Mila, du bist bereit? Dann sage ich zuerst klein gegen groß. Auf, los geht's, los! Jetzt geht Mila in den Handstand und die Zeit läuft, wenn die Füße das erste Mal in Schritt stellen. Und jetzt! Und Ilona guckt natürlich gut, dass die Füße auch immer oberhalb und unterhalb der Linie sind. Wir sehen, Mila ist an der Wand fast so schnell unterwegs wie am Boden. Aber eine Minute wird auch hier lang. Sekunden noch, Mila. Noch 15. 10. Wow. 5. Und super. Zeit ist um. Es waren 154. Wow. Puh. Da können wir noch mal gucken. Boah, da warst du richtig flott. Das war aber mehr ein Sprint als ein Ausdauerlauf. Wir kleben ganz kurz hier für Caroline um. Das wird immer vorher ausgemessen. Deswegen gehen die notwendigen Streifen etwas höher. Und jetzt noch der veränderte Streifen am Boden. So, wir haben die Linien platziert. Dann wird es jetzt ernst für Caroline. So. Ich bin nicht aufgeregt, Wahnsinn. So. Wir haben die gewünschten Söckchen. Ja. Okay. Habt ihr irgendeinen Tipp, so ungefähr, nur dass ich so ungefähr was weiß? Ja, gib alles. Okay. Taschen sind leer, Hosentaschen? Ja. Ja? Ist wie bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Ich gehe aber erst hoch, wenn du los sagst, oder? Ja, die Zeit läuft, wenn du den ersten Schritt machst. Ich sage auf jeden Fall auch für dich, auf los geht's los. Ja, auch hier. Ich habe es angedeutet, Caroline Herfurth durchaus fit. Das eine ist, im Handstand zu stehen, also relativ stabil im Oberkörper zu sein, damit man dann die Fußwechsel so vornehmen kann. Aber eine Minute zieht sich. Wir sind bei 30 Sekunden. Noch 15. Die letzten Sekunden. Noch 5. Auch hier. Mila, komm rüber. Was ist?
Ist das denn jetzt eher eine Bauchübung, eine Schulterübung? Was ist es denn? Das ist eine Versuchen nicht zu kotzen Übung. Entschuldigung, Gott, darf ich sagen. Nein, das ist alles in Ordnung. Ihr habt beide super abgeliefert. Ja? Und so geht dieses Duell aus. Mila 154, Caroline 136. Top! Und Mila, und damit herzlichen Glückwunsch. Du bist die Siegerin im Handstandduell. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.